Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Ligarennen. Dieses Mal geht es in Formel 1 2017 weiter. Wir sind in Italien. Hier sehen wir den Zwischenstand vor dem Italienrennen. Man sieht, Chaos hat einen kleinen Vorsprung von 51 Punkten, beziehungsweise kleiner Vorsprung. Also King of the Kuh muss hier auf jeden Fall nachziehen. Mike dahinter, 73 Punkte, auch nicht so weit abgeschlagen von King of the Kuh. Also das kann in den restlichen 7 Rennen, die wir noch haben, sich auf jeden Fall noch verändern. Dahinter ist es immer noch relativ eng, also Landy ein bisschen abgerutscht jetzt. Joker konnte sich da vorbeischieben. Bei den Konstrukteuren ist es natürlich standardgemäß immer ein bisschen enger, da man da ziemlich viele Punkte holen kann. Da führt im Moment Red Bull nur mit 44 Punkten, dahinter dann auch Toro Rosso mit 44 Punkten und Ferrari eben mit 13 Punkten wiederum Abstand. Also alles auch noch ziemlich eng und wie gesagt, in 7 Rennen sind ja sehr, sehr viele Punkte möglich. Wir hatten die Session angefangen in Italien, sehen hier bei Chaos eine kleine Kuriosität. Wir sind in Q2, man sieht links oben P7, er ist an sich rechts oben, wie man sieht, dabei sich zu verbessern, macht jetzt aber langsam, da er dachte, seine Zeit reicht. Und ich kann auch verraten, sie wird reichen. Jetzt muss man darauf achten, Senna fährt vorbei, die KI fährt hinten dran, fährt jetzt auch wieder vorbei, also alles in Ordnung. Und jetzt steht da Chaos plötzlich mit kaputtem Auto. Auf Platz 10, das heißt, er ist weiter, aber da sein Auto kaputt war, konnte er dann in Q3 nicht mehr mitfahren. Also wie so ein kleiner Spielebug, deswegen ist er hier eigentlich auch auf 10, aber nicht gelistet. Die Pole holt Cloni mit 7 Zehntel Vorsprung, ITZ auf Platz 2, Landy auf 3, Mike 4, Senna 5, Andy 6, RL Chris Racer 7, King of the Kuh 8, Norma 9 und eben Chaos auf Platz 10. Und ja, da war natürlich mehr drin, aber das erhofft natürlich ein bisschen mehr Spannung für das Rennen, wenn Chaos von hinten oder vom Mittelfeld aus startet. Wie man auch sieht, Bourbon eskaliert in Q2 ausgeschieden, also auch sehr ärgerlich, aber wir starten jetzt direkt ins Rennen. Die Ampel gehen jetzt aus, das Rennen beginnt. Chaos eben auf Platz 10 mit den Softreifen. Norman eben dran mit den Supersoftreifen. An sich guter Start von Chaos, zieht jetzt in die Mitte zwischen den ganzen Autos. Da ist es natürlich eng, alle lassen sich aber Platz. Und jetzt wird es auch für Chaos eng, wird hier ein klein bisschen eingequetscht, hängt dann eben am Hinterrad von Chris Racer und dreht ihn. Sehr unglückliche Szene, aber auch von rechts war natürlich nicht so viel Platz. Jetzt der Start von Cloni von Platz 1 von der Pole Position. Man sieht ITZ nicht so mit einem guten Start, eher dafür Landy, der glaube ich jetzt schon hinter ITZ ist. Und jetzt Landy außenrum, leichter Kontakt, aber holt sich Platz 1. Gutes Manöver, hier außenrum vom Platz 3 startend, ist er einfach auf der Außenlinie weitergefahren und konnte sich somit den Platz holen. Da vorne Bourbon mit dem kleinen Fehler, Andy ist aber auch nicht so optimal rausgekommen. Und da wollte Andy vorbeiziehen, musste anscheinend kurz abbremsen, eskaliert jetzt innen und das funktioniert. Gut gemacht. Und im Moment Platz 10 für ihn. Bourbon vorne dran mit dem Medium-Reifen. Also da hat er die ganz harten genommen. Und da ist jetzt natürlich eskaliert eigentlich im Vorteil. Zieht jetzt auch nebendran. Kommt hier außenrum die Attacke. Bourbon ist noch in, aber er holt ihn außenrum. Auch hier gutes Manöver. Zwei Plätze in zwei Kurven, wenn man so will. Und jetzt sind wir bei Chaos, der sich auf Platz 8 befindet. Norma wieder oder immer noch vor ihm mit King of the Kuh. Also da im Moment eher mit eskaliert im Parallelflug mit den Red Bulls auf 8 und 9. Norma hier nicht mit der guten Linie, kommt auch hier ein bisschen nach rechts. Jetzt das Rausbeschleunigen. DRS ist in der zweiten Runde natürlich noch nicht freigeschaltet. Aber wie man sieht, das wird wahrscheinlich funktionieren. Jetzt die Linkskurve und Chaos ist vorbei. Platz 7 im Moment. Und da vorne drei Autos nebeneinander oder zusammen. Also da kann natürlich auch noch was passieren. King of the Kuh jetzt im Moment auf Platz 6 hier hinter Senna und Mike. Auch wiederum auf den Supersoft-Reifen alle unterwegs. Das sind auch die drei Autos, die wir gerade eben hinten gesehen haben. King of the Kuh jetzt innen mit der Attacke. Senna ist noch außen, lassen sich Platz. Senna kommt aber auch ein bisschen aufs Gras oder auf das Grün, hat man da gesehen. Und jetzt Landy vorne. Mit dem kommt nicht so gut durch. Cloni fährt aber Vollgas weiter, hat man das Gefühl. Fährt ihm hinten drauf, beschädigt sich den Flügel und wird wahrscheinlich dann auch gleich in die Box gehen, nehme ich jetzt einfach mal an. In Runde 3 dann eben auch
Chaos, vorbei an Norma, wie wir ja gesehen haben, und jetzt eben dran an Senna, eine Runde nach seinem Fehler. Und hier kommt er wieder ein bisschen aufs Grün und das ist jetzt natürlich die Chance. Und wie man auch sieht, deutlich schneller, zieht raus, kriegt jetzt auch noch DRS und zieht hier an sich vorbei an Senna auf Platz 5. Rechts oben sehen wir die Ansicht von Mike, das sehen wir auch vorne bei Chaos. King of the Kur auf der Innenseite. Drängt sich jetzt innen rein, Mike zieht aber mit, bleibt vorne, King of the Kur kommt jetzt aufs Gras und deswegen für jetzt Chaos die Chance und zieht vorbei auf Platz 4. Also hat hier die Chance genutzt, den kleinen Fahrfehler bzw. ein bisschen aufs Gras oder ins Kies gekommen für King of the Kur und dann natürlich erstmal keine Chance mehr. Ich muss mich übrigens für die Qualität entschuldigen, wobei hier King of the Kur aufs Kies kommt, rutscht nach außen, dreckige Reifen und Senna und Norma ziehen vorbei. Ich weiß nicht genau, warum die Ansicht von King of the Kur jedes Mal pixeliger ist. Also eigentlich habe ich da von den Einstellungen her nichts geändert, wie auch immer. Aber Hauptsache, wir haben die Einstellung überhaupt, dass wir ein paar Szenen von ihm haben. Ja, im Moment jetzt King of the Kur auf Platz 7 zurückgefallen. Und wie wir von King of the Kur so ein bisschen öfters gesehen haben, hat er dann wahrscheinlich das Messer zwischen den Zähnen gehabt, fährt hier Vollgas weiter, kommt an Norma, rutscht nach außen und das Auto beschädigt sich und somit aus der Session ausgefallen und hätte man deutlich vermeiden können. Aber eben im Kampf um die WM keine Punkte für King of the Kur, ist natürlich die Riesenchance für Chaos. Und jetzt gucken wir mal. Hier Cloni auf Platz 13 nach seinem Boxenstopp, hat sich natürlich einen neuen Flügel geholt und neue Softreifen, zieht hier außenrum an German Soldier vorbei auf Platz 12 im Moment. Und da sehen wir auch Landy, haben wir links kurz gesehen, aber das werden wir gleich nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Hier unten haben wir gesehen, King of the Kur hat die Session verlassen, Chaos in der Zwischenzeit mit dem Angriff auf Mike so rum, wollte jetzt hier innen reinziehen, fährt ihm aber ein bisschen ins Heck, aber ich glaube die Nase hat standgehalten. Und das ist ja vom, wie man auch sieht, die Supersoft-Reifen rechts bei Mike lassen jetzt natürlich ein bisschen nach, wobei man sieht, 39% geht eigentlich noch ganz gut. Aber jetzt Chaos besser rausgekommen, zieht nebendran und jetzt hat er zum ersten Mal richtig DRS. Und wie man jetzt rechts sieht, er ist schon vorbei vor der Kurve, das sieht auch Mike ein und lässt ihn vorbei. Deswegen im Moment Platz 3 für Chaos und jetzt links sieht man eben die Situation, da waren zwei Autos gestanden, unten sieht man auch die Einblendung, Landy hat die Session verlassen und hier sieht man, er ist an der gleichen Kurve wie King of the Kur abgeflogen, links, da steht er an der Wand, auf Platz 2 liegend und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Jetzt schauen wir mal wieder bei Eskalier dabei, vorne, Senna dreht sich in der gleichen Kurve nach außen, also da hatten viele Probleme und jetzt eben Eskalier und Norma konnten den Platz übernehmen. Kommt jetzt vielleicht sogar die Attacke von Eskalier? Nein, hier noch nicht, aber er kriegt jetzt natürlich DRS und Norma ist hier auch nicht so gut rausgekommen, hat man das Gefühl. Und jetzt Windschatten, DRS und dann zieht er natürlich raus, bevor hier irgendwas passiert, weil am Anfang hier in den Online-Lobbys hatte das Spiel noch so ein paar Probleme. Aber Norma zieht außen mit, Eskalier lässt aber auch Platz, gibt jetzt ein bisschen zu viel Gas, rutscht nach außen ins Gras und das kann Andy hier nutzen und zieht wieder vorbei. In Runde 9 sind wir bei Cloni, der mittlerweile auf Platz 10 vorgefahren ist, fährt ja auch direkt die schnellste Runde, klar, mit den frischesten Reifen. Und jetzt an Pimok vorbei, der ist auf der Außenlinie. Cloni bremst hier relativ spitz, lässt aber Platz. Platz 8 im Moment. Und war dann auch kurz darauf an Huger dran, der hier die Kurve nicht so gut erwischt. Und ja, leichtes Spiel für Cloni, kein Problem. In der gleichen Runde ist dann auch Chaos an ITZ dran gefahren. ITZ eben auch mit den Supersoft-Reifen, kommt hier nach außen und dreht sich in der gleichen Kurve weg. Also auch hier das vierte Auto vom Fahrerfeld kommt hier nach außen und dreht sich dementsprechend weg. Unglaublich, also sowas habe ich auch selten erlebt. Und jetzt hier Mike mit den frischen Reifen, hat man gesehen, direkt kommt aus der Box. Wie man aber auch sieht, der Flügel wurde nicht gewechselt, ist noch gelb rechts vorne, aber anscheinend hat das hier keinen großen Nachteil. Greift ja auch direkt Pimok an im Kampf um Platz 6 und zieht auch innen vorbei. Kriegt jetzt allerdings die Schikane nicht so gut, aber der Konter von Pimok kommt nicht. In Runde 17 sind wir dann schon, wie man sieht, Eskalier auf Platz 1 war eben noch nicht in der Box und Chaos war in der Box auf dem Medium-Reifen. Die Red Bull im Moment auf 1 und 2 wäre natürlich ein perfektes Ergebnis, auch für die Konstrukteursmeisterschaft. Und Chaos übernimmt jetzt die Führung
Und das ist natürlich für ihn wiederum in der Fahrerwertung perfekt gegen King of the Kuh. Wir sind wieder bei Clooney, auch in Runde 17, wie man sieht, nochmal auf den Medium-Reifen. Und da ist natürlich Clooney auf den Supersoft-Reifen deutlich schneller unterwegs, wie man sieht. Viel besser rausgekommen, besserer Topspeed auf der Geraden. Und deswegen im Moment Platz 5. Also trotz des Anfangs-Crashs von Clooney kommt er hier doch relativ gut durchs Feld. Und wie gesagt, im Moment auf Platz 5. Da ist auch jemand in der Box, kommt hier aus der Box. Es ist Eschkaliert, der sich eben die Supersoft-Reifen genommen hat. Und Clooney holt sich noch Eschkaliert. Und damit Platz 4 im Moment für ihn. Und da hinten wurde es ziemlich eng. Wir sehen das Ganze jetzt noch aus Eschkaliert Sicht. Der bremst hier ein klein bisschen spät. Und Norma ist auf der Innenseite. Beide lassen sich aber Platz. Also alles immer noch fair. Und ja, war ein normaler Zweikampf. Alle haben sich Platz gelassen. Sehr gut. Drei Runden später ist dann Clooney an Andy dran gefahren. Andy hier mit dem Fahrfehler verbremst sich. Und jetzt Beschleunigung. Kriegt natürlich Clooney besser hin. Deswegen im Moment Podium für Clooney. Aber man muss eben konzentriert bleiben. Wie man sieht, hier dreht er sich weg. Kommt ähnlich wie King of the Kuh vorhin ein bisschen ins Kies. Andy zieht wieder vorbei. Nimmt natürlich die Position dankend zurück. Erstmal kein Problem. Aber dann konnte Clooney eben relativ schnell wieder dranfahren. Hat eben immer noch die frischesten Reifen. Andy, wie gesagt, auch mit, oder wie man sieht, mit den Medium-Reifen. Hier auch ziemlich riskant, finde ich. Bei leckenden Autos. Oder war ja eher ein Spielfehler, nochmal hinten dran zu ziehen. Aber hat ja funktioniert. Beide lassen sich Platz. Und damit Clooney wieder auf Platz 3. Ist dann auch in der letzten Runde, wie man sieht, an Mike dran gefahren. Und wir sind jetzt aber schon in der letzten Runde. Chaos hat das Rennen vorne dann kontrolliert und auch gewonnen. Jetzt könnte man hier meinen, Clooney kommt deutlich besser raus. Hat natürlich die frischen Reifen. Und was macht jetzt Mike? Er macht langsam. Denn Mike hatte eine Zeitstrafe weniger wie Clooney und deswegen konnte er sich das leisten. Wie man jetzt sieht, Chaos gewinnt damit 25 Punkte im WM-Kampf gegen King of the Kuh. Mike und Clooney komplettieren das Podium. Eschkaliert auf Platz 4, also gute Punkte für Red Bull. Ferrari folgt dann auf 5 und 6 mit Andy und ITZ. Huger dann auf Platz 7, German Soldier 8, Norma auf 9 und Pimok holt sich den letzten Punkt ab. Wie man sieht, viele ausgefallen. Sind natürlich nicht die originalen Spielernamen, klar, weil die Leute dann immer gleich die Session verlassen. Aber wie man sieht, auch Furious Master ist durchgekommen, zwar eine Runde Rückstand, aber wenigstens durchgekommen, wie man auch sieht hier. Clooney eben mit den 3 Sekunden deswegen zurückgerutscht. Höchster ist hier Norma mit 12 Sekunden auf Platz 9 und ist auch auf 9 gestartet. Also hier ein Stopp ist eigentlich so das Normale gewesen, aber eben, ja, an sich gutes Rennen hier von allen soweit. Wie man jetzt sieht, 76 Punkte bei noch 6 zu fahrenden Rennen. Also da kann Chaos eigentlich im nächsten Rennen schon fast alles klar machen. Aber es ist natürlich noch lange nicht entschieden. Klar, das Ganze geht noch bis zum letzten Saisonrennen. Mike konnte natürlich jetzt auch noch gut auf King of the Kuh aufholen. Wiederum der gleiche Abstand eigentlich zu Joker auf Platz 4, der dieses Mal nicht dabei war. Lendi und Bobor eben ausgeschieden und dahinter konnten alle wieder ein bisschen aufholen. Wie man sieht, auch Eschkaliert, ITZ, alles eng beieinander. Und bei den Konstrukteuren Red Bull natürlich jetzt einen Riesenschritt gemacht. Und deswegen sind wir gespannt auf die nächsten Rennen. Es geht nächste Woche weiter mit unserem Saisonstart in Australien von der dritten Saison, die wir fahren. Neue Teams, neue Fahrer, alles neu zusammengemischt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen nach oben, Abo da lassen für alle zukünftigen Liga- und Zeitfahrenrunden. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. You never answer.